Herr Bundeskanzler, erzählen Sie ein bisschen was über die Leibwächtergeschichte, bitte. Die Leibwächter, das klingt seltsam. Es gibt Wichtigeres zu berichten. Ich werde Frieden stiften, mich in eine Friedensmission begeben. Und ich tue das nicht, um abzulenken von dem, wo Sie Ihre Neugiersnasen hineinstecken wollten. Ja? Das glauben wir nicht. Da fahren wir mit. Wohin geht die Reise? Mit. Ukraine. Die Ukraine. Da. Ab mit uns in die Ukraine. Sind wir schon dort. Ich komme mit besten Absichten und kugelsicherer Weste. Kugelsichere Weste nicht nötig. Die müssen Sie nicht nichts. Mehr bei Kiew. Sie können nützt ohne Weste gehen. Nichts, ja, ja. Wir gehen jetzt zu Fuß von Bahnhof bis zu Präsident Selenskyj. Und sind schon viele Paparazzi da und schon lustige, die mich treffen wollen? Ja, das gibt nicht. Das gibt nicht, dass Sie da sind. Das kann jetzt sein, dass Sie nach Kiew kommen. Persönlich nach Kiew, das ist doch interessant. Ja, klar komm ich selber, klar komm ich. Ich bin der Boris aus London. Servus, grüß dich. Boris aus Kiew. Boris aus Kiew. Das ist doch verrückt. Ihr seid ausgetreten aus EU. Und wir wollen in die EU hinein. Ja. Seid ihr verrückt geworden? Ist ein Platz jetzt frei für euch. Gell? Aber in 20 Jahren wird es auch draufkommen. Dann gibt es den Ukraine-Exit, das sage ich dir gleich. Das glaube ich nicht. Das wird auch noch draufkommen. Das glaube ich nicht. Hand aufs Herz, du. Reden wir in 20 Uhr. Hallo. Ja, hallo. Servus, grüß dich. Servus, hallo. Ja, hallo, grüß dich, bitte, Boris. Servus, grüß dich. Hallo. Kennst du ihn? Ja, aber du kennst ihn, oder? Hallo, grüß dich. Warum machst du denn? Ja, wenn in Kiew, du like the Kiew, bist du, ne? Was? Sagt man ja, gell? Du bist der du Superstar, du bist der Popstar. Nein, du bist der Popstar, du bist der Vorbild von mir. Volles Vorbild. Alle wollen jetzt mit dir reden, alle wollen zu dir alle. Ja, das ist bist, das gell? Problem. Ich komme nicht mehr zu meiner normalen Arbeit. Da ist schon der Nächste, der was sich einwämpeln will bei dir. Da, der steht sich schon an. Wer ist das? So, wir sind jetzt angekommen. Noch, da ist der Präsident. Hallo. Ja, so Wladimir, mein alter Freund und Kopflechtassistent. Was soll das? Ich mag das nicht. Diese toxische Männlichkeit. Aber dir so einen Mann herauszubringen, ist eine Mission impossible. Mit deiner Männlichkeit übertrieben kannst du zu Wladimir Putin nach Moskau. Da passt du hin, verstehst du? Meinst du wirklich, ich könnte mit Putin reden? Der Krieg ist vorbei, der Krieg ist vorbei. War is over, Hollywood wird verfilmen. Ja, Tom Cruise, ich spiele dich. Du spielst mich. Ja, wegen der Größe. Tom Cruise spielt mich. Und wer spielt Putin? Putin, keiner wollte Putin machen, er macht es selber. Keiner wollte. Er macht es selber. Das verstehe ich, Und ihr Partner könnt die Klitschko-Brüder sein, ihr seid Lookalikes. Aber die wichtigste Frage, wer spielt den Friedensstifter Karl Nehammer? Wer spielt ihn? Steven Seagal hat die Hauptrolle bekommen. Ja, wer sonst als Steven Seagal? Wer soll's? Hallo, grüß Gott, Karl Nehammer. Ich komme, um hart zu verhandeln mit Ihnen, hart und direkt. Sie haben einen Wahnsinn angerichtet in der Ukraine, ja. Und ich kann Ihnen helfen, wenn Sie den Krieg beenden, dass Sie das Gesicht wahren. Mission impossible. Zeigen Sie meinen Reisepass. Holen Sie ihn heraus. Was? Wieso soll ich meine Reisepass? Schauen Sie mal hinein, lesen Sie vor, was drinnen steht. Da steht drinnen, Wladimir Putin, was soll sonst drin stehen? Sie brauchen einen neuen Namen. Was? Damit es keinen Gesichtsverlust gibt, brauchen Sie Namensverlust. So, Sie heißen jetzt Wladimir Putin. Was? So, und mit dieser Identität werden Sie den Krieg beenden, dann tauchen Sie unter in Nordkorea und dann sind wir Sie los. So, Mission Possible. Toll, Masche! Masche! Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen Schaß. So ist es halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.